Wir möchten jetzt die Nullstelle oder eine Nullstelle der Funktion 1 plus 1 durch x berechnen mit Hilfe des Newton-Verfahrens und dem Startwert x0 gleich 1. Und dann haben wir gesagt, dass das Newton-Verfahren so aussieht, xn plus 1 gleich xn minus f von xn durch f' von xn. In unserem Falle ist das xn minus 1 plus 1 durch xn durch minus 1 durch xn im Quadrat. Und da können Sie noch ein bisschen was gut machen. Das ist xn minus minus gibt dann plus. Das können Sie mit xn Quadrat können Sie erweitern. Dann haben Sie xn Quadrat plus xn. Irgendwie so sieht das dann aus. So, und jetzt haben wir das mit dem x0, x0 gleich 1 begonnen. Jetzt möchte ich das x1 haben. Was ist das x1? Ja, bitte, hinten. 2. Rechnung. Achso, 1 minus. Also ich rechne es jetzt mit dem hier, 1 plus 1 im Quadrat plus 1. Und dann sind wir schon mal fast einer Meinung. Das ist 3, weiter, nächstes. Was ist das x2? x2 ist 15. Also das heißt, das wäre jetzt 3, eigentlich 2 mal 3 plus 3 im Quadrat. Das ist 15, sehr gut. Was ist das x3? Ja, Rechnung haben wir hier. So, können Sie dazu etwas sagen? Schauen Sie sich das mal an. Gegen was geht das denn, wenn wir das unendlich oder auch endlich lange weitermachen? Ja, bitte. Ja, und was bedeutet das? Ja? Nö, das andere kommt später. Also nein, das geht uns gegen unendlich. So, was heißt das? Ja? Nein, das heißt es nicht. Das Ding hat eine Nullstelle, sehr wohl. Ja? Nö. Ja, das bedeutet es, aber das ist nicht die klare Bedeutung. Ja? Nein, das ist nicht der Grund. Erstmal Newton geht nicht. Das muss man mal sehen. Newton geht nicht. Und das ist ein Problem. Newton geht nicht. Und da müssen wir uns mal Gedanken machen, warum das nicht geht. Also das Erste ist, Sie, der eine von Ihnen, der hatte recht, Sie haben gesagt, wir haben eine Nullstelle im negativen Bereich, das stimmt. Wenn Sie jetzt genau hinschauen, rechnen wir doch mal die Nullstellen von dem Ding aus. 1 plus 1 durch x gleich 0. Sorry, das ist so einfach. Das kann man händisch rechnen. Also ich multipliziere mal x und habe dann x plus 1 gleich 0 oder x gleich minus 1. Das Ding hat eine ganz brave Nullstelle bei x gleich minus 1. Die Frage ist, warum hat Newton die Nullstelle nicht gefunden? Und dazu zeichnen wir uns das Schaubild von dem Ding auf. Das sollten Sie können. Warum? Weil Sie das Schaubild von 1 durch x kennen. 1 durch x ist sowas hier. Das ist so eine Hyperbel. Die sollten Sie kennen aus Klasse 9. So, und wenn ich jetzt 1 plus 1 durch x mache, also das wird dann, wenn ich da noch 1 dazu addiere, dann sieht das irgendwie so aus. Ich habe hier mein Achsenkreuz. Das ist jetzt um 1 nach oben verschoben. So, und hier auch um 1 nach oben verschoben. So sieht das aus. So, und schauen Sie bitte hin, was haben wir denn faktisch gemacht? Wir haben mit unserem Startwert, der war ja bei 1, haben wir hier begonnen. Hier ist der Startwert 1. Ich habe hier begonnen, habe hier quasi im Geiste meine Tangente dran gelegt und bin hier zu 3 gegangen. So haben wir angefangen. Jetzt diese 3 hier. Sehen Sie? 1, zack, 3. 3, nächste Tangente rangelegt bei der 3. So, und dann hier hinten irgendwo bei der 15 gelandet. Ja, Sie sehen, ich habe meinen Startwert so schlecht gewählt, dass der Newton gar nicht funktioniert. Was war hier jetzt das Problem bei dieser Aufgabe? Sie haben es auch schon ein bisschen gesagt. Das Problem ist hier, das ist keine stetige. Vorsicht, ja. Die senkrechte Asymptote. Das ist das Problem erstmal. Ja. Das heißt, Sie haben auf der falschen Seite der Asymptote angefangen. Mussten Sie nicht, ich wusste. Ich kann Sie beruhigen, selbst bei stetigen Funktionen, selbst bei Funktionen ohne Asymptoten, kriege ich diesen Fall bequem hin. Überlegen Sie, wenn Sie eine Funktion haben, die so aussieht,
Ja? So, dann haben Sie hier Ihre Nullstelle und wenn Sie an der Stelle beginnen, dann haut sie Ihnen ab. Das heißt, allein schon so ein kleiner Hochpunkt reicht, damit Ihr Newton gar nicht mehr funktioniert. Deswegen sage ich, Vorsicht bei der Wahl des Startwertes. Ich habe Ihnen auch gesagt, Intervallschachtelung. Und Intervallschachtelung wäre hier gegangen. Ja, da hätten Sie halt probiert, bis Sie irgendwann mal auf den Wert gar nicht null gekommen wären. Da hätten Sie halt eine Weile gesucht. Ja, das wäre nicht so ganz, aber gegangen wäre es. Ja? Also das heißt, Intervallschachtelung hätte funktioniert. Und wie gesagt, Newton geht hier nicht, es sei denn, Sie wählen einen Startwert, der hier auf der Seite liegt. Also wenn Sie den Startwert gar nicht null wählen, dann könnte es sein, dass es funktioniert. Ich will es nur sagen, Newton darf nicht völlig, also ohne, also völlig blind angewandt werden, vor allem in so einer Situation. Ja? Aber es ist doch dann sehr kompliziert, wenn jetzt mehrere. Also völlig richtig, Sie haben vollkommen recht. Also das heißt, Sie könnten eine Funktion haben, die so aussieht, völlig richtig, und dann sollen Sie davon auch noch eine Nullstelle rechnen. Dann müssen Sie aufpassen, da haben Sie hier Extremwerte und vermutlich, das stimmt auch nicht immer, da müssen Sie sagen, wenn Sie aufpassen, vermutlich ist es so, wenn Sie zwischen den Extremwerten den Startwert wählen, geht es gegen den. Wenn es links vom Extremwert ist, geht es gegen den. Und wenn es rechts vom Extremwert ist, geht es gegen den. Aber auch das stimmt nicht hundertprozentig. Auch das kriege ich Ihnen sofort zu Fall. Das heißt, bei Newton wissen Sie nie, was am Ende wirklich rauskommt. Ja? Das heißt, Sie müssen immer hoffen. Oder andersrum, schauen Sie nach, ob Ihr Ergebnis mit dem übereinstimmt, was Sie erwartet haben. Und wenn das übereinstimmt, dann hat Newton funktioniert. Und wenn es aber nicht übereinstimmt, dann hat es eventuell sowas hier.